Wunderschön. Und warum machst du das denn? Weil Beleuchter auch immer heißt, man ist ein bisschen Elektriker und muss allerlei Lampen reparieren. Manchmal die, die man selber mitgebracht hat und manchmal die, die man am Drehort vorfindet. Beim Licht ist es natürlich so, wenn schon Licht da ist, was auch plausibel in der Story an sein darf, man nennt sich das Practical, weil es so schön praktisch ist. Und eins unserer schönen Practicals sind die Lichter hier in dem Hof. Manche gehen und manche auch wieder nicht. Die nicht funktionieren, da funktionieren entweder diese Starter hier nicht, die sind für diese Neonlampen gedacht, oder die Lampen selber. Wir würden uns natürlich freuen, wenn die Lampe schnellstmöglich gehen würde und unser lieber Schauspieler nicht im Dunkeln Basketball spielen müsste. Cool thing would be, nevertheless, would be if you start the game with looking at them. So if you have the first line, I know good, man, and then you go. Wir riggen hier gerade eine Lampe, eine 2,5 kW Flächenleuchte auf unseren Lichtsprinter, um über diese Mauer hier schießen zu können. Wir haben die Szene unten vom Basketballspielen. Dadurch, dass es am Abend ist, muss natürlich da auch Licht brennen. Jetzt gibt es hier kein Licht. Deswegen bauen wir natürlich eins. Unsere 1-2er-Fluter stellen wir daher hier aufs Dach, faken damit eigentliche Stadionfluter, die hier eigentlich stehen sollten, und haben uns deswegen das wunderbare Dach begeben, wo überall Stacheldraht ist. Da könnten wir auch durchbrechen. Das ist unsere Kamera hier, genau. Und das ist nämlich eine Steadicam. Völlig unterdimensioniert, aber hilft halt nichts. Weil hier unser Kameramann die Bild durch den Hof laufen kann und die Steadicam stabilisiert das Bild, dass man sozusagen eine smooth Bewegung machen kann, aber trotzdem laufen kann. Das ist halt das Coole dran. So, jetzt zünde ich diese Lampe. Durchschlagen wir mal voll, hoffentlich. Und dieser Hof wird ein bisschen heller. Ja, das ist halt echt cool, weil da kann ich messen, zum Beispiel, lohnt sich's zu den Sweeties zum Gehen oder nicht von der Strecke her? Oder lasse ich es mir lieber bringen? So, oh, ich habe gerade so viel zu tun, bringt mir bitte wieder was. Ich kann damit machen, boah, ich weiß nicht, es steckt eigentlich immer in der Tasche und bringt gar nichts.